Ja, hey Schnitzli und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Voodoo Detective, wo wir hier gerade am Hotel sind, beziehungsweise noch in der Bar vom Hotel. Und wir haben hier noch nicht mit der Kellnerin geredet, das heißt, das machen wir als erstes. Auf geht's. Good day, sir. What can I do for you? Ah, okay, wir können wieder nur nach Essen fragen. Ich hatte ja gesagt, ich will noch nichts bestellen, weil es gibt so viel Auswahl. I'll take a meal for one and drinks for two. Great. Find yourself a table and I'll be right with you. Okay, alles klar. Also sie hat quasi nur erklärt, wie man Essen bestellt. Da war ich schneller als du, Lady. So, dann würde ich sagen, als nächstes können wir zum Hotel gehen. Da haben wir uns nämlich auch noch nicht umgeguckt. Und hier residiert ja auch unsere Auftraggeberin. Mit der können wir ja nochmal reden. So, hier ist ein Brunnen. Ein sehr schicker Brunnen. That fish must like these tours about as much as I do. Aber ansonsten sieht der schon sehr cool aus, muss man mal sagen. So, was ist hier vorne? Hier sind irgendwelche Koffer. Ach nein, hier ist ein Tourist. Kann ich Ihnen helfen? I can't stand tourists. Die sieht irgendwie aus wie Jane. Aus Tarzan und Jane, wisst ihr, was ich meine? Und ultra fällig sehen die beiden aus. So, na gut, dann reden wir doch mal hier mit dem Rezeptionist. Good day, sir. Checking in? Ich suche nach Mary, genau. I'm looking for a woman staying here named Mary Fontoul. One moment. Yes. We do have a Mary Fontoul staying with us. She checked in the other day. A shorter woman with brown hair and brown eyes. Came here alone, paid cash. She's staying in room 203. I believe she's in there now. But you need a room key to get upstairs. The Chic Shell Hotel takes our guest privacy very seriously. Okay, du nimmst die sehr ernst, die Privatsphäre. So ernst, dass ich nur einen Namen sagen muss und du sagst mir, ah ja, sie ist angekommen, so sieht sie aus. Gestern Abend ist jetzt in ihrem Zimmer. Du bist ihr Stalker? Ja, gar kein Problem, da habe ich was für dich. So, wie Raum, Zimmer, Schlüssel? Ach so, stimmt. Es gibt manchmal, das habe ich schon mal gesehen in Hotels, dass die Fahrstühle nur aktiviert werden können mit den Zimmerkarten. You're saying I need a room key to visit a guest? Can I just knock? Like I said, we can't let just anyone upstairs. That's why we require a room key to use the elevator. Every hotel guest is given a spare set to loan out to visitors. That way it's up to them who's allowed to visit. Und wir haben natürlich keinen gekriegt von Mary. Also wirklich. Ja, lass mich nach oben. How about if I ask real nice? Will you let me upstairs? I'm sorry, sir. I can't let you upstairs if you're not a guest. Okay, na gut. Dann nehme ich eben ein Zimmer. Warum auch nicht? Ich habe in unserem Büro sowieso kein Bett gesehen. Also insofern, vielleicht brauchen wir eh einen. Can I get a room? Ordinarily, yes. But I'm sorry to say, we're all booked up. Is there anything else I can help you with today? Okay, nein. Das heißt, wir können Mary nicht besuchen. Ich wollte nämlich Mary besuchen. Ich wollte nämlich gucken, welche Augenfarbe sie hat. Weil ihre Freundin meinte ja, sie hat so wunderschöne schwarze Augen. Und der Detective war so, schwarze Augen, sagst du? Ich dachte, wir könnten mit ihr reden. Good day, sir. Going up? Yep. Great. I just need to see room key before I can take you upstairs. Okay, Zeit für Bestechung. Gleich. Erstmal sagen wir, ich habe keinen Zimmerschlüssel. Was, wenn ich den oben vergessen habe vielleicht? Achso, dann hätte ich ja nicht runterfahren können mit dem Fahrstuhl. Aber es gibt bestimmt auch eine Treppe. Es muss ja eine Treppe geben, wegen Feuer und so. Also ich glaube, das ist tatsächlich so, dass man immer auch eine Treppe haben muss. I'm just visiting. I don't have a room key. I'm sorry, sir. We require anyone going upstairs to have a room key. You can ask the front desk for more details. Okay, na dann, Zeit für Bestechung. Mal gucken, womit sich dieser Herr so überreden lässt. I don't have a key. Would a couple clams change your tune? Sir, are you trying to bribe me? You catch on pretty quick. My job is worth more to me than a couple of clams, sir. How about the whole chowder? Everyone has a price. Not this elevator driver. I'm sorry, but my loyalty is not for sale.
Verdammt. Also es ist natürlich gut, ne, für das Hotel und so, aber für uns, ich meine, sie hat gesagt, wir können sie besuchen, aber sie hat uns keinen Schlüssel gegeben. Müssen wir jetzt doch hier mit den Touristen quatschen? On second thought, I'm afraid of heights. Und es muss doch hier irgendwo Treppen geben. Komm, wir quatschen mal die Touristen an. Vielleicht wollen die uns ja ihre Zimmerkarte geben. Ich sag einfach, ich bringe ihr Gepäck nach oben. Why'd it have to be tourists? Ja, wir schaffen das. Komm. I'd rather talk to a loaded gun. Ach, komm schon. Wir brauchen so eine Zimmerkarte. Vielleicht mit ihr hier? Ach, oder mit der Lady draußen. Das geht natürlich auch, ne? Die hat ja einen Zimmerschlüssel. Okay, Moment. Vielleicht wollen wir nicht mit Touristen reden. Aber wo ist denn die gute Frau, na, wie hieß sie noch gleich? Sie hier. Lawton. Frau Lawton, meinte ich natürlich. Hello again, Detective. Couldn't keep away, huh? Ja, Lady, ich bräuchte... Ach, Mist. Aber sie wohnt doch hier im Hotel. Are you staying at the hotel? I certainly am. I find it a welcome respite. Domestic life can be so drab. Wouldn't you agree? I wouldn't know. Count your blessings. Okay, nein, mit ihr können wir nicht die Zimmerkarte abquatschen. I've got more leads to chase down. Gotta blow. Na gut. See you around, Detective. Alles klar, das hilft uns also gar nicht weiter. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Tisch, Pool. In den Pool können wir wahrscheinlich nicht. Warum sollten wir auch? Wir gehen mal wieder nach draußen. Und ich nehme an, hier drüben kommen wir wahrscheinlich wieder in die Lobby. Ich gucke das Hotel nochmal an. The Chic Shell Hotel. Are you a camera-slinging, culture-sapping, self-centered tourist looking to be pampered like a baby? Then you've come to the right place. Ist doch, klingt doch nicht so schlecht. Also ich meine, klingt schon in Ordnung, ne? So, kommt hier noch irgendwas eventuell? Hier ist noch Strand, hier ist irgendwas in der Ferne, das ist aber alles uninteressant. Scheint so, als gäbe es hier nichts weiter. Tja, was machen wir denn dann als nächstes? Wir waren am Hotel. Was wollten wir nochmal machen? Wollten wir nicht irgendwie... Ach ja, wir wollten unseren Bruder aufwecken. Und wir haben nicht so viel dabei irgendwie. Ich gehe mal da rein. So, wir gucken nochmal. Also, genau, wir wollten ihn hier aus seiner Trance befreien. Der Wassereimer hat's nicht gebracht. Die Ritterhand können wir nicht nehmen, solange wir noch den Stuhl haben. Und wir können ihn nicht mit dem Stuhl eins überziehen, ne? This hurts me more than it hurts you, Billy. Was? Wir können ihn mit dem Stuhl eins überziehen? Oh! Still nothing. Okay. Wow. Das, ich glaube, das That's tat mir nicht mehr weh als ihm. Ja, nimm mit. Sort of medieval knight might wear. Could come in handy, if you'll excuse the pun. Okay, ja. Sollen wir ihm damit einen runterhauen? Oder ist der Typ einfach komplett weg? Ich glaube, der wacht nie wieder auf. What did the five metal fingers say to the face? Hey, something fell out of the gauntlet. It's an old harmonica, like the one I used to play with Billy when we were kids. You held on to this for me? After all these years. Dann spielen wir jetzt zusammen, nehme ich an. Achso, auswählen. If I want to get through to him, I need to start speaking his language. Na dann, spiel ihm mal ein Ich will mit dir reden vor. Just like old times, hearing that harmonica always brings me back. What's new, Voodoo?
Ja, apropos Voodoo. Was ist bei dir los? Wir haben dir einen Stuhl über die Rübe gezogen und dir mit einem Eisenhandschuh einen geslappt. Ja, ich hätte gern das Buch wieder, übrigens. You mind if I borrow Grammy's book? Help yourself. But I'm surprised you need it. Must be a real tough case. This old book comes in handy more often than you think. Okay, ja, wie geht's dir eigentlich, Billy? What's happening, Billy? Well, shoot, where to begin? Ja, stimmt, was ist das hier auf dem Flügel? Das würde mich in der Tat interessieren. What's with the offering on the piano? Something ain't swinging right in the spirit realm. I can't lock down the beat. It's all out of tune. The rhythm's wrong. I figured a little spirits for the spirits couldn't hurt. Ich frage mich, ob er das nur so dahin sagt oder ob das wirklich was mit unserem Fall zu tun hat. Ja, und sonst so, wie geht's? How've you been? I'm doing all right, brother. Especially since you moved here. Although I wish those Island Ventures vultures wouldn't knock such a steady beat on my door. They keep trying to get their tasteless talons into my business. Already own more than half the town. Oh well, in every life, a little rain must fall. As long as I have occasion to tickle the old ivories, I'm satisfied. Okay, cool, cool, dass er so entspannt damit ist. Freut mich auf jeden Fall. So. I wanted to ask you about something else. Genau, und zwar der Fall, an dem wir arbeiten. Kennt Billy zufällig die Frau von, ja, von dem Island Venture Typ? Oder denkt auch er, der ist Single? Weil dann wird's langsam verdächtig. I've got a new case. Mind if I pick your brain? Go right ahead. Ja, Mary Fontoul, sagt dir das was? Have you ever heard the name Mary Fontoul? Has my baby brother got eyes for some lovely lady? It has to do with the case. Sure, Voodoo. Whatever you say. Wait, Fontoul? Yeah, Mary Fontoul. I know a Victor Fontoul. Maybe she's related to him. She's his wife. Going after a married woman, eh? Oh, I'm just messing with you. Sorry, I never met her. Okay, das heißt, auch Billy weiß nicht mal, dass der eine Frau hat. Das ist schon auffällig, oder? Und alle so sind so, hä, der ist verheiratet? Komisch. Weiß ich nicht. Da ist doch irgendwas seltsam. Obwohl, ich muss halt sagen, also nachdem ich mit dem Ehemann geredet habe, der wirkt halt nicht... Also der wirkt nicht so, als wäre er heimlich ein böses Genie. Andererseits, wenn er so wirken würde, dann wäre es ja auch schlecht. Also, dann hätte er das nicht smart gemacht, ne? So, wie findest du denn den Victor Fontoul? What do you know about Victor Fontoul? I don't know much about him personally, but he and Gordon Crunsford own a company called Island Ventures. They keep trying to take over the bar. I always tell them the same thing. I'm not selling. Okay, und Lawton Law, das sind ja die, ja, der Bruder von ihm quasi, die, nee, beziehungsweise nicht der Bruder, der Neffe ist das ja. What do you think of that lawyer on Main Street? I don't know about him, but I know his wife Kiki. She swills cheap spill at the Chic Shore restaurant. Du kennst also die Frau, ja? Und mir machst du direkt Vorwürfe, wenn ich mal einen Namen von einer Lady erwähne. So. Ich verstehe. Sagt dir denn das Amulett irgendwas? Have you ever seen this pendant? Sorry, I don't go in for any jewelry foolery. Ricky knows more about that sort of thing. You could ask him for a hot tip while you sip. Aber Ricky haben wir schon gefragt, oder? That's enough shop talk for now. So, dann haben wir erstmal nichts mehr. Around, Billy. Come back again soon. And don't forget that harmonica of yours. It always brings me back. Machen wir keine Sorge. So, jetzt haben wir das Buch. Cool.
Sprüche und Rezepte. Moment, das lesen wir gleich. Erstmal möchte ich nochmal mit Ricky reden über das, also über das Amulett, ne? If it isn't New Ganin's newest detective, what can I do for you, VD? So, über den Fall. I'm working a new case. Mind if I grill you? Go right ahead, Mr. Detective. Nee, ihn haben wir schon nach dem Amulett gefragt, aber wir haben ihn noch nicht nach Victor von Thule gefragt. Also, auf geht's. Do you know anything about Victor von Thule? Sure, I know him. He and Gordon Crumsford, the banker, are always pestering poor Billy to sell the bar. Thank goodness he won't. I could never work for one of those tacky island ventures abominations. Okay, alles klar. Dann Thanks haben wir hier jetzt auch alles. Ah, das ist cool, dass, dass das Durchgestrichene weggeht, wenn eine neue Frage aufgetaucht ist, ne? Hier muss also auch noch irgendwas sein. Of course, VD. What do you want to know? Bestimmt über Kiki, ne? Ah, guck mal, ganz viele. Okay, ja, dann auf geht's. Gordon Crumsford, der Banker, wird also auch noch wichtig. What do you know about the banker Gordon Crumsford? Oh, him. He and Victor von Thule are always pestering poor Billy to sell the bar. Ah, okay. Na gut, das wussten wir schon. Macht nichts. Kiki Lawton. Have you ever met Kiki Lawton? Is she related to Theodore Lawton? His wife. I see. Well, if she's anything like her husband, I'd steer clear. Some kinds of dirty don't wash off with water. Hmm, okay. Lawton Law macht also anscheinend irgendwelche schmutzigen Geschäfte. Do you know anything about the lawyer on Main Street? Yeah, he does all of Island Ventures legal laundry. If I were you, I'd keep my distance. That weasel's liable to bite. Hmm, okay. Und den Butler können wir auch hier ansprechen. Mal gucken. What's the story with Benny the Butler? Oh, that old so-and-so. Yeah, I used to mix in with him. It was nice to have a little zest for a while, but the twist is, he thought it was going to be something more. Things got muddled, and I had to get tough. Our relationship ended up on the rocks. He was pretty shaken up. Still, I hope he's doing all right. I found this letter in Benny's room. Lots of tears on it. Is it from you? Tears? Oh dear, that poor boy. Listen, VD, can you do me a favor? Can you give this to him? I don't like how we left things. I didn't mean to hurt him. Oh, okay. Die hatten also mal was. Und wir sollen ihnen einen Brief bringen. Alles klar, alles klar. Spannend. Das... Ja, weiß ich gar nicht. Was sagt uns das irgendwas? Irgendwie dachte ich, war der Brief nicht von einer Frau? Also ich meine, geht ja beides, aber voll interessant. What's the story with Benny the Butler? Did you give him my letter? Not yet. Ah, okay, wir müssen ihm erstmal den Brief Thanks geben. For the info, Ricky. Okay, alles klar. Dann I've got a split. See you around. Schauen wir doch mal. Darf ich den Brief lesen? Also ich weiß, das macht man nicht, aber... Ricky gave me this letter to deliver to Benny. I guess you can call me Voodoo Courier now. Okay, alles klar, wir lesen ihn nicht. Schade, hätte mich schon interessiert, ne? Aber ist ja auch richtig so. So, dann gucken wir mal. Sprüche und Rezepte. Oh, ja, mein Augapfel. Ein Liebesspruch. Grammys Flamin' Hot Sauce. Einfach nur Hot Sauce. Ah, okay, okay. Die Geister helfen anscheinend, Schärfe zu geben. Was haben wir noch? Oh, okay, du... Achtung, du wirst Kontrolle über deinen Körper verlieren. Die, Possession Ceremony, also quasi Übernahme vom Körper. So, das klingt ja ein bisschen wie etwas, was Mary passiert sein könnte. Oh, okay. Und ein Item zu seinem Besitzer zurückgeben.
Black Candle, Lodestone, Lemon Zest. Das wäre vielleicht praktisch für den... Also bin ich gerade nicht sicher, ob das ein Item zurückbringt, was du verloren hast, oder auch ein verlorenes Item zurückbringen könnte. Weil wenn wir das auf dem Amulett benutzen, könnte es ja sein, dass es dann vielleicht zu dem zurückkommt, der das Mary gegeben hat. Und das würde uns ja helfen. Aber bin ich mir gerade nicht sicher. So. Apply the resulting paste to the lost item. Doch, das klingt so, als müsste man einschmieren das verlorene Item. Wäre natürlich blöd, wenn das Item dann einfach zu Mary zurückfliegt, ne? Aber wenn das zu dem geht, der es ihr gegeben hat, dann wäre das praktisch. So, was ist das? Ach, das ist einfach Schlafmittel, glaube ich. Dann Thubru. Ah, das macht stärker. Das kreiert anscheinend... Ah, das kann eine Seele in ein Gefäß machen. Das könnte Mary auch passiert sein, ne? Wenn ihre Seele irgendwie verloren gegangen ist und in das Amulett gemacht wurde und dann hat sie das Amulett gekriegt und dadurch ihre Seele wieder gekriegt und ihr ist aufgefallen, what the fuck, was ist hier los? Ah, das ist der Blinddarm, okay, ja. Alles klar. Ach, das sind jetzt einfach Nachschlagesachen quasi, was verschiedene Sachen sind. Ja, okay. Weiß ich nicht. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich das alles einmal vorlesen soll, damit wir im Bilde sind, was hier los ist. So, aber dann haben wir doch ein Item für Benny den Butler gekriegt und würde ich sagen, da wir sonst auch nichts vorhaben, bringen wir ihm das einfach mal zurück, oder? Ab nach Fontool Estate. Vielleicht gibt er uns ja dann den Gewächsgartenschlüssel. Den hätte ich ja eigentlich immer noch gerne. So, Billy. Guck mal, was ich da habe. Benny heißt der, hoppla. Ich spoke with Ricky. He asked me to give you this letter. I... Oh, Ricky. Thank you, Detective. This means a lot to me. If there's anything I can do to repay the favor, just let me know. Ah, okay, wir haben nicht erfahren, was drin steht, aber wir haben jetzt was gut bei ihm, das ist auch in Ordnung, well, denn... Isn't Benny the butler? Warum habe ich Hello, Billy gesagt? Ich dachte, er hieß Billy. So, Benny der Butler. Ich hätte gerne Zugang zum Gewächshaus. Wie sieht's denn damit aus? Can you let me into the greenhouse? Well, normally I'd say no, but you've been so kind to me. Here, take this. It's the key to the greenhouse. Yes. Und da kriegen wir bestimmt Minze, ne? Thanks, Benny. So, mal gucken. Na dann, ab nach draußen. Und erstmal das Gewächshaus untersuchen. So, wo ist unser Schlüssel? Ab an die Tür damit. Thanks for the key, Benny. Und dann schauen wir mal, was da drin so los ist. Oh, wow. Okay, das ist ein echt cooles Gewächshaus. Hut ab, Benny. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, was haben wir hier? Blumen. Können wir uns da welche nehmen? Nice flowers. Vielleicht wollen wir eine Lady verführen irgendwann mal. Nice flowers. Nö, scheinbar nicht. Nice flowers. Okay, es sind alles nur hübsche Blumen. Dann Bird of Paradise. Oh, was ist das denn? It's a bird of paradise. Also anscheinend eine Pflanze, aber... It's a bird of paradise. Okay, wir haben keine Schere oder so, ne? Sonst könnten wir uns da was abschneiden. Ach, aber ich könnte ein Foto machen vielleicht. Also ich weiß nicht ganz warum, aber... I don't need a picture of that. Ja, hätte ja sein können, ne? So, dann eben nicht. Dann gucken wir uns mal weiter um. Hier sind Pflanzen. Top two shelves hold all sorts of flowers. Unterstes Regal. Bottom shelf has aloe, orchid, fiddle leaf, fig... And mint. Minze. Looks like yes. I'll be getting that mortar and pestle after all. Den Mörser brauchen wir bestimmt, um die Voodoo-Zauber zu machen, ne?
So, was haben wir noch? Zitronen? You can never have too many lemons. Ja, dann nehmen wir uns auch einfach mal eine mit. Dafür hat er uns ja schließlich den Schlüssel gegeben, ne? Damit wir uns hier bedienen können, wie wir wollen. Obst, Gemüse? Fruits and veggies. This place has it all. Bohnen, Trauben, Tomaten, Rüben, Karotten. Also ich muss sagen, wirklich, wirklich Hut ab an Benny. Das ist ziemlich beeindruckend. Na gut, aber wir haben jetzt Minze. Das heißt, wir können uns unseren Mörser abholen und wären dann bereit, Voodoo-Zauber zu machen. Ich weiß noch nicht ganz welche, aber ich finde, das mit dem Item klingt ziemlich gut. So, mal gucken. Guck mal hier, was ich für dich habe. Im Austausch gegen den Liebesbrief. I've got your mint right here. Wow, you found some. Thanks, VD. I was about to run out. You're a lifesaver. You have yourself a trade. The mortar and pestle are yours. Sehr gut. Können wir jetzt nochmal mit ihm über Billy reden? New Ganin's newest so. Ja, können wir. Tatsache. Of course, VD. So, ich würde gerne nochmal über Benny reden. What's the story with Benny the Butler? Benny and I had a chance to speak. Things are better now. Thanks, VD. Ah, okay, cool. Wir haben jetzt tatsächlich wieder, also gemacht, dass sie miteinander auskommen, ne? Cool. Thanks for the info, Ricky. Alles klar. I've got a split. See you around, Ricky. So, dann würde ich sagen, gucken wir doch mal in das Buch. Wie war das denn mit dem Homeowner? Das klang ja ziemlich vielversprechend. Dafür brauchen wir eine schwarze Kerze, Lodestone, also irgendeine Art Stein, und Zitronenschale. Das müssen wir dann mit einem Mörser zermörsern und die Paste auf das Item schmieren. Achtung! Ah, viele Haushaltsgegenstände enthalten Lodestone. Zum Beispiel Magneten. Das heißt, wenn wir einen Magneten hätten, könnten wir diesen Stein daraus kriegen. Candle, Lodestone, Lemon Zest, reveal the one who once possessed, missing item left around, is something lost that has been found. Cooler Spruch auf jeden Fall. Wir bräuchten also einen Magneten. Können wir dafür nicht einfach nochmal in den Souvenirshop, als ob die keine Magneten haben. Das ist doch das Standard-Souvenir, oder? So ein Kühlschrankmagnet. Mal gucken. Oh, hier ist ein Schraubenschlüssel. Auch sinnvoll, oder? It's a souvenir screwdriver. There's a tiny inscription on the side. I went to Zawanga and all I got was screwed. Funny and functional. Kann ich den haben? Ja, komm, den kaufen wir auf jeden Fall. Thanks for shopping at Island Trader, where all your trades come true. Habt ihr Magneten, though? Das wollte ich eigentlich wissen. Süßigkeiten, Müll, Teller, irgendwelche Muscheln, Shirts. It takes Zo to Wanga. Mehr Müll. Die haben tatsächlich keine Magneten, ne? Aber immerhin haben wir noch einen Schraubenschlüssel gekriegt. Dann würde ich sagen, gucken wir doch mal in unserem Büro. Ach, und wir waren auch noch nicht auf dem Friedhof, ne? So, haben wir hier einen Magneten zufällig irgendwo? Wir haben hier eine Bar, eine Maske, einen Ventilator. It's my number one fan. Okay. Hier ist auch nichts Magnetisches dabei, ne? Telefon, Schreibtisch. Nee, das sieht echt schlecht aus. Ey, gut, wir könnten ja schon mal die Zitrone reintun, ne? Nee, Moment. Zitrone mit... Here's my lemon zest. Okay, okay. Ich scheine auf jeden Fall auf dem richtigen Pfad zu sein. Wir haben Zitronenschale. Jetzt brauchen wir nur noch... Was brauchen wir noch? Halt einen Magneten, ne? Und, ach ja, eine schwarze Kerze. Okay, wo sollen wir die denn herkriegen? I need to vielleicht... find out who gave Mary that pendant. Might be time to crack open Grammy's book. Ja, ja, ich weiß. Detective, ich brauchte gar keinen Tipp. Ich habe das längst selber rausgefunden. Komm, wir gehen mal auf den Friedhof. Da könnte es auf jeden Fall schwarze Kerzen geben, denke ich mir. Und andere Sachen. Wie ein Mausoleum. Ist das Mausoleum von der Bank? Was denn hier los? The plaque says Crumpsford Family Mausoleum. Ah ja, tatsächlich. Oh wow, okay.
Grabstein. Here lies our friend Burning Larry. He played with fire, so now he's buried. Können wir die alle lesen? Here lies celiac sickly Fred. He choked to death on gluten-free bread. Ist auch wichtig, dass die sich alle reimen, ne? Was ist das hier eigentlich für eine Statue? Warum hält die zwei Katzen? Das müssen wir mal lesen. Esther dear, she was a saint. But then she sinned, and now she ain't. Was hat sie denn gesündigt? Wegen dem Herz? Ist sie irgendwie Herzensbrecherin? Warum trägt sie Kätzchen? Dieser Grabstein verwirrt mich sehr, muss ich sagen. Was haben wir hier noch? Little Junior, small and rough. He died proving he was tough. Blumen? Darla ran the old hotel. Until she rang the checkout bell. There's a bouquet of Centennial Dragonheart Plumerias. They're beautiful, but I'm no grave robber. Ich muss sagen, aber ein beeindruckender Pflanzenkenner. Holy shit, direkt erstmal die Blume identifiziert. So, was haben wir hier noch? Was machen die denn? Entschuldige mal. I'm not talking to any tourists. Ja, aber nicht mal... Also, das schon anstandslos. So, Loch im Boden. Ja, mal gucken. Out of one hole and into another. Na dann. Indeed. Ja, Lady, was ist dein Ding? Let's see. 6 foot? 42 long? But still breathing. What is it that you want? The name's Voodoo Detective. I'm a Voodoo private investigator. My name is Eartha. I am the mistress of these hallowed grounds. Good chat. I'll be seeing you, Eartha. Folks always do. Sooner or later. Okay, sie hat auf jeden Fall irgendeine Art Sinn für Humor. Und ich bin ein bisschen verstört, dass sie direkt sieht, was für ein Grab sie ausheben muss. Und dass sie nichts zu denen hier sagt. Eartha, ist das nicht dein Job? So, mal gucken, was haben wir hier noch? Noch ein Mausoleum mit Fußstapfen. Just another mausoleum. Sicher, dass es nur irgendeins ist, weil da führt irgendwie ein Pfad hin. Mehr haben wir hier nicht. Was ist mit den schwarzen Kerzen, die ich hier besorgen wollte? Verdammt. Okay. Sieht schlecht aus, aber zumindest haben wir jetzt einmal den Friedhof gesehen. Ja. Dann würde ich sagen, lassen wir es vielleicht erstmal gut sein für diese Folge von Voodoo Detective. Wenn ihr eine gute Idee habt, wo wir eines der Items, die wir noch brauchen, herkriegen oder sonst irgendwas Bestimmtes machen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!